Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir diesen gepanzerten Keulenschwinger, den Anodontosaurus. Da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Der heißt übrigens Kalle und wir schalten auch hier mal eben die Dinger durch. Knochenbruchschaden, Giftheilung oder Panzerung. Ich nehme, glaube ich, die Verteidigung. Ja, das kann cool werden. Jetzt sind wir wieder winzig, aber ich würde sagen, wir starten direkt in die Welt. Und da sind wir schon gespawnt. Ganz winzig, mitten im Wald. Und da läuft schon was. Das war ein kleiner Pachy oder so. Na, ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Mission. Wir sollen Fliegenpilze sammeln. Oh, die sind ja direkt hier. Das ist ja entspannt. Aber wenn wir jetzt heute Freunde finden und eine Herde gründen könnten, das wäre nicht schlecht. Weil ich glaube, so ganz auf uns allein gestellt ist halt auch ein bisschen blöd. Und ich glaube, man kann bei Path of Titans auch Mixpacking machen. Das heißt, ich kann da auch andere Dinos in meine Gruppe einladen, also von einer anderen Spezies. Aber jetzt gerade, wenn wir Missionen machen, macht es wahrscheinlich noch nicht so viel Sinn. Wir gehen jetzt erstmal nochmal Blumen und Knopfpilze sammeln. Ich glaube, dafür brauchen wir eher eine Wiese. Na guck mal, der hat auch Pilze gesammelt. Hier steht nur noch ein Einzelner. Wir können übrigens ja aktuell nur so eine Keulenattacke. Aber da wird sicherlich auch noch mehr dazu kommen. Ich laufe jetzt erstmal hier weiter in den Wald und hoffe, ich finde hier dann auch die anderen Pilze und die Blumen. Oh, das hier sind, glaube ich, die Knopfpilze. Ja, perfekt. Das ist ja schon mal gut. Aber Blumen habe ich jetzt hier noch keine gesehen. Aber die müssten ja auch irgendwo hier sein. Hier ist ja auch ganz viel Gras. Wusste ich es doch. Das ist doch perfekt. Ist ja ein Paradies. Ja, und wir wachsen dann auch wieder sehr, sehr schnell, wenn wir die Mission machen und haben dann halt auch die Coins. Und dann sind wir, können wir uns auch besser ausrüsten, was Attacken angeht. Aber so ein bisschen mehr für die Verteidigung wäre nicht schlecht. Ich glaube, es gibt auch so Skills, die zum Beispiel die Panzerung erhöhen und sowas. Das ist natürlich echt praktisch für uns. Aber es wäre halt auch noch cool, wenn wir andere Attacken lernen, außer diesen normalen Standardschwinger. Und das reicht sogar schon. Und jetzt müssen wir als nächstes einmal zur Küste. Und dort sollen wir Muscheln und Schildkrötenpanzer sammeln. Ja, den Abschnitt der Karte finde ich auch sehr interessant. Einfach so ein komplett dunkler Strand. Hier ist halt der ganze Wald abgebrannt. Na, da vorne ist auf jeden Fall schon mal ein Schildkrötenpanzer. Und da sind, glaube ich, auch Muscheln. Also hier sollten wir auf jeden Fall die Mission auch hinbekommen. Da müssen wir, glaube ich, nur der Küste ein bisschen folgen. Wir haben jetzt schon die nächste Wachstumsstufe erreicht. Ich habe jetzt auch ein paar neue Fähigkeiten. Wir müssen jetzt hier erstmal einmal rüberschwimmen. Ich zeige euch gleich die neuen Fähigkeiten. Der ist auf jeden Fall ein sehr langsamer Schwimmer. So, sehr gut. Mein Ziel ist übrigens da vorne, die blaue Markierung. Das ist der große Federsee. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die neuen Attacken. Also als allererstes Mal haben wir einen aufladbaren Keulenschwinger. Wenn ich den nochmal aktiviere, schlägt er zu. Ewig kann man das nicht halten. Also irgendwann haut er auch automatisch zu. Da muss man halt immer gucken, dass man das halt zeitnah schafft. Aber ist ganz cool, damit kann man halt die Knochen brechen. Und wir haben jetzt auch noch eine AOE-Attacke. Also die halt so Area of Effect Damage um uns rum macht.
Auch sehr praktisch, gerade für kleinere Angreifer, die kann man damit viel leichter treffen. Und wir können uns sogar, wenn wir angegriffen werden, hinbücken. Und nach 5 Sekunden, das seht ihr jetzt auch unten, ist dann dieses Symbol aufgeladen. Und dann sind wir mehr gepanzert. Also sobald wir uns bewegen, ist das aber nicht mehr. Das ist gut zu wissen. Es gibt auch noch eine andere Fähigkeit. Die funktioniert ähnlich. Die ist auch, wenn ich mich bücke. Muss allerdings 10 Sekunden aufladen. Und da kriegen wir dann auch mehr Rüstung und weniger Blutungsschaden. Aber der Vorteil bei dieser ist, man kann sich bewegen. Also solange man gecrouched bleibt, also so gebückt, geht das nicht weg. Ich glaube dann nämlich eher das, weil 10 Sekunden stehen ist zwar viel, aber wenn man es dann einmal aufgeladen hat, ist es halt schon sehr praktisch. Kann ich denn auch angreifen? Ja, kann ich. Das ist natürlich nice. Dann kann ich schön gepanzert kämpfen. Eine Sache habe ich übrigens noch. Also es gibt ja dieses Precise Movement, mit dem man sich auf der Stelle drehen kann. Aber da unsere Waffe hinter uns ist, wird das vermutlich im Kampf ein bisschen seltsam werden. Also stellt euch einfach mal vor uns wäre ein Gegner, dann müsste ich die Kamera so drehen und dann Precise Movement drücken, um mich zu ihm zu drehen. Also wenn ich in meinem Fight ein bisschen überfordert bin oder es mit der Kameraführung komisch aussieht, dann liegt das daran, dass ich mich da noch nicht dran gewöhnt habe. Jetzt denkt man, ihr versteht das. Ich muss halt die Kamera wegdrehen vom Gegner, um meinen Schwanz zu ihm zu drehen, möglichst schnell. Also das wird ein bisschen komplizierter werden, denke ich. Ja, aber da hinten komme ich wieder hoch. Also wenn ich jetzt hier reinspringe und das überlebe, ist nicht schlecht, glaube ich. Okay. Never mind. Oh, der kriegt echt schnell Fallschaden. Bin übrigens genau an der gleichen Stelle wieder gespawnt. Das heißt, wir müssen hier gleich wieder rüberschwimmen. Aber ich werde diesmal einen anderen Weg gehen. Ja, irgendwo runterspringen ist nicht. Und viel schwimmen ist auch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Wobei, es gibt auch einen Skill, mit dem kann man schneller schwimmen und länger schwimmen. Und hat auch, glaube ich, mehr Luft unter Wasser. Oh, das hier sind, glaube ich, die Büsche, die wir essen können. Ja, das ist sehr gut. Aber es gibt ja noch keine Funktion, womit man riechen kann. Dadurch muss man die halt immer so finden. Aber ich glaube, wenn das Essen zu niedrig ist, dann kriegt man das auch angezeigt. Dann bekommt man, glaube ich, so eine Mission. Aber wenn wir solche Büsche finden, lassen wir es gar nicht so weit kommen. Natürlich das Allerbeste. Wir sind übrigens jetzt schon ein ganzes Stück Richtung Kartenmitte gelaufen. Also hier werde ich, glaube ich, nicht hingehen. Ich weiß es nicht. Bin ja nicht so der Fan davon. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich eher Richtung Süden wandern. Grünes Tal finde ich nämlich mittlerweile echt gut, muss ich sagen. Ich hoffe einfach mal, dass das Süßwasser hier ist. Ja, das passt. Und wir haben eine neue Wachstumsstufe, also vielleicht kann ich gleich auch nochmal neue Fähigkeiten lernen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier ein ganzes Stück weiterlaufen, bis wir an dieser Klippenwand vorbeikommen. Oh, da kommt ein T-Rex oder sowas. Mach mal kurz meine Verteidigungsability, lade ich schon mal auf. Der hat uns auf jeden Fall gesehen. Oh, da ist auch ein Deinokairos. Also hier scheint einiges zu sein. Ich werde auf jeden Fall nicht in deren Richtung gehen, nicht, dass die groupen gegen mich. Das Wetter ist natürlich jetzt wieder richtig mies. Da sieht man halt die Umgebung noch schlechter. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht überrascht werde, weil ich halt immer diese 10 Sekunden brauche. Wäre halt schon ganz gut, wenn wir das vorher aufgeladen bekommen, bevor wir den ersten Hit kassieren. Ich
Ich kann aber auch ehrlich gesagt null einschätzen, wie stark ich bin. Ich sollte ja eigentlich relativ tanky sein und gut gepanzert. Aber ich, ja, weiß halt nicht, wie viel Schaden dann so ein T-Rex oder ein Spino oder sowas macht, falls wir von denen angegriffen werden. Man weiß ja nie. Das ging jetzt schnell. Die Sonne ist auf einmal instant wieder da gewesen. Das ist sehr angenehm. Ich würde jetzt gerne auch noch was zu essen finden. Also müssen wir halt wieder jetzt ein bisschen die Augen offen halten nach diesen Bärenbüschen. Ich weiß halt nicht, ob man sowas essen kann. Ne, ich glaube nicht. Man kann natürlich auch das Essverhalten noch umleveln. Also da kann man auch lernen, dass man verschiedenere Sachen essen kann. Aber dann geht das Essen, glaube ich, auch schneller wieder runter und sowas. Deswegen lasse ich es einfach mal bei diesen Bären. Glaube ich schon ganz gut. Oh, da vorne kommt was. Müssen aufpassen. Ich glaube, der hat auch Bock. Ich glaube, wir sind gleich... Ich glaube, wir kriegen gleich noch einen Besucher. Oh Gott. Sind wir ein bisschen umzingelt, aber ich glaube, er will nicht kämpfen. Ist das hier ein Allo oder was ist das? Oder scheint auch nicht kämpfen zu wollen. Ne, die scheinen alle keinen Hunger zu haben. Ah, vielleicht kommt er jetzt doch. Oh ja, er macht böse. Er hat uns getroffen. Okay, wir haben ihn auch getroffen. Das ist ganz schön schwierig. Muss man sich dran gewöhnen. Okay, wir haben Knochen gebrochen. Das war gut. Jetzt laden wir den Schlag wieder auf. Er facetankt uns. Wir laden unseren Schlag wieder auf und rennen zu ihm. Schönen Kopftreffer haben wir ihm gegeben. Und wieder schön in den Kopf. Das war echt gut, dass wir ihm die Beine gebrochen haben. Das Gute ist, wir können uns immer wegdrehen und er kann uns nicht wirklich hitten. Und wir treffen immer den Kopf. Es ist super. Wir kriegen halt echt Blutungsschaden, ist das Problem.
facetank ihn, glaube ich, gleich mal eben. Oh, er hat uns gut getroffen. Sehr schön. Scheint auch sehr tanky zu sein. Das läuft doch super. Ich würde ihm gerne mal so einen AOE-Hit nochmal geben. Ja, das geht super. Er ist fast down. Wir laden nochmal die Keule auf. Oh nein, er kann wieder wegrennen. Mist, sein Knochenbruch ist verheilt. Er flüchtet. Und wir haben ihn. Oh, sehr gut. Das hat doch gut geklappt. Das war super wichtig, dass wir ihm die Knochen gebrochen haben. Danach ging es dann auch echt ganz gut. Und unsere Trophäe ist ein riesengroßer Zahn. Oh yeah. Das hat Spaß gemacht. Cooler Kampf. Wir brauchen jetzt aber ganz dringend Essen. Also wir haben das sogar schon jetzt als Mission. Finde Nahrung und iss sie. Aber mir wird, glaube ich, nichts angezeigt, wo hier Nahrung ist. Das ist natürlich schlecht. Nicht, dass wir jetzt verhungern. Ach, hier ist ja direkt ein Busch. Okay. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Aber irgendwie können wir den auch nicht essen. Ach, ich habe die Trophäe noch im Mund. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber jetzt können wir uns wenigstens voll futtern. Das haben wir uns auch verdient. Unser Siegersnack. Ich glaube, da vorne sitzt was im Gras. Ist aber echt schwer zu erkennen. Ja, das ist ein Raptor. Der will auch Stress. Frag mich, ob der mir viel Schaden macht. Ah, ich habe ihm Schaden gemacht. Ist halt immer schwer, wenn man sich wegdreht. Aber ich kann mich während der Attacke auch wegdrehen zu ihm. Da muss ich nur weggucken. Na, ja, rennt weg. Okay, er rennt weg, glaube ich. Also verfolgen bringt halt auch nichts. Aber jetzt will er angreifen. Ja, diese AOE-Attacken sind richtig gut gegen so kleine Angreifer, sage ich euch. Und da haben wir ihn erwischt. Das hat doch wieder sehr gut funktioniert. Achso, vielleicht ist es euch gerade im Kampf schon aufgefallen. Ich habe einen neuen Skin. Wir sind jetzt blau-golden. Den finde ich eigentlich ganz hübsch. Jetzt wird sich erstmal hier Sitt getrunken. Das sagt man, glaube ich, oder? Ist Sitt richtig? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde das Wort auf jeden Fall sehr absurd. Wir sind Sitt und satt. Nee, satt glaube ich gar nicht. Da wir brauchen bald wieder was.
Ja, das Trinken geht hoch, aber Essen könnten wir noch ein bisschen vertragen. Aber hier vorne müsste eigentlich irgendwo auch noch der Busch sein, wo wir vorhin schon gegessen haben. Die Nacht ist halt fast schon wieder ganz vergangen. Weil ich war kurz AFK und sowas in der Nacht. Und dann kam halt der kleine Raptor. Oh, da vorne wird gekämpft. Da sind Raptoren. Drei Suchos. Und auch ein Eo-Triceratops, so heißt der. Der greift auch gerade die Suchos an. Vielleicht kann ich dir mir helfen. Ich gehe auf jeden Fall mal in die Stance hier, dass ich mehr Tankiness habe. Ja, wir Pflanzenfresser müssen zusammenhalten. Ich muss dem auf jeden Fall helfen. Boah, macht der viel Schaden. Mit seinem Stomp. Okay, ich habe beide gekillt. Double Kill. Sehr schön. Nehmen wir an. Jetzt haben wir einen Mate in der Gruppe. Den hat es aber auch ganz schön erwischt. Also der Stampfer war schon sehr gut, den er gemacht hat. Ich musste die ja quasi nur noch finishen. Der ist auch richtig auf Krawall gebürstet. Der schreit hier die ganze Zeit rum. Ach, guck mal, jetzt kann man unseren Skin auch nochmal sehen. Oh, wie schön wir leuchten, oder? Oh, der gefällt mir richtig gut, der Skin. Oh, da kommt ein Croc. Und auch ein Sucho. Das Croc will uns bestimmt ins Wasser ziehen. Ich glaube, das geht auch. Bin mir aber nicht sicher, was die alles ins Wasser ziehen können und was nicht. Ah, es kommt nicht. Dann renne ich mal zu meinem Mate. Der hat halt echt nicht mehr viel Leben, aber er macht trotzdem auf dicke Hose. Ich glaube, der kämpft gerade. Versucht ihn mal abzufangen, den Sucho. Ich lade schon mal meinen Schlag auf. Ah Mist, der ist leider woanders lang gegangen. Na, geht zum Wasser. Schade, schade. Ja, das war klar. So ein Mist. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht. In die Höhle rein, okay. Muss hier raus. Nein. Aua. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, ich wurde wieder gegrabt. Ich hätte ihn sogar schlagen können mit meiner Keule, als er mich gegrabt hat. Shit. Aber wie tanky wir dennoch sind, ne? Das ist schon Wahnsinn. Aber ich komme hier leider nicht mehr weg. Ich bin ultra stuck. Schade. Oh, wie gemein. Irgendwas ist hier direkt. Ich höre auf jeden Fall Sounds. Ich glaube, wir sind auch in der Nähe vom Krater gespawnt, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, da am Wasser ist was. Wieder ein Croc. Ja, da habe ich am wenigsten Bock drauf. Wobei ich mich ja schon nochmal gerne grabben lassen würde und dann ausprobieren würde, wie es ist, wenn ich direkt mit meiner Keule zuschlage, ob es dann besser läuft. Weil ich habe vorhin versucht mit der Leertaste, da kann man sich halt auch mit frei machen und die Ausdauer von dem Angreifer verbrauchen.
Ich glaube, es wäre halt besser gewesen, hätte ich die ganze Zeit so gemacht. Und dem Croc dann mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Ich glaube, damit hätte ich mich befreien können, aber ich war halt auch ein bisschen in Panik, muss ich sagen. Jetzt geht das Gemetzel da los. Der Klassiker. Immer das gleiche beim Krater. Ja, da bin ich halt gar kein Fan von. Jeder hackt jeden, es ist einfach völlig random. Man weiß auch nicht, wer zu wem gehört. Ich habe ja an sowas immer gar keinen Spaß, ne? Aber ich habe gerade irgendwie schon Lust mitzumischen. Weil ich jetzt eh nicht mehr so lange spielen wollte. Und jetzt nochmal so einen schönen finalen Kampf, das wäre schon nice. Aber jetzt so schön die Knochen von denen brechen. Problem ist halt, ich muss aufstehen und dann ist meine Rüstung weg für 10 Sekunden. Ach guck mal, der legt sich hin. Komm, let's go. Knochen gebrochen. Ich mache den halt auch gut Schaden, den Leuten. Ich hoffe, die Crocs helfen mir jetzt gleich. Ja, die kämpfen jetzt alle gegroupt. Selbst der Raptor greift mit an. Versteck mich mal hier im Busch. Kann ich vielleicht meine Keule aufladen, ohne dass sie es mitkriegen? Ich werde eh gleich von einem Croc reingezogen. Safe Call. Aber das ist in Ordnung. Die haben ganz schön viel Respekt vor mir, oder? Dafür, dass ich ganz alleine bin. Oh shit. Ja, ich bin zwischen den Fronten. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Aber die haben mich nicht gekillt, immerhin. Aber warum haben denn die Crocs die Chance nicht genutzt, als er gebrochene Knochen hatte? Er sieht mich schon wieder nicht. Kumpel kommt wahrscheinlich gleich. Oh Gott, gehört der auch zu ihm oder hilft er mir? Ne, der hilft mir. Sehr gut. Ich muss schön die Knochen gebrochen lassen von ihm. Das ist wichtig. Ach, ich habe ihn nicht getroffen. Mist. Ich muss seine Knochen wieder brechen. Er rennt halt weg. Ja, leider nicht getroffen. Jetzt gehen alle auf den Rexy. Er rennt leider weg. Sehr schön. Teamwork. Knochen gebrochen.
nein, der Stego geht gleich down. Okay, wir tanken ihn. Und wir haben ihn. Oh yeah. Der König. Alle sind tot. Ich habe gesiegt. Aber da kommt schon der Nächste. Der will mich bestimmt auch abstauben. Dem müssen wir nur die Knochen brechen, dann ist alles cool. Ah, vielleicht will der mich auch nicht angreifen, das ist fein. Der will nur essen. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Hier wird nicht in Ruhe gegessen. Aber ich bin auch hungrig und durstig. Aber wir kämpfen jetzt bis zum bitteren Ende. Oh, da kommt noch ein großer Spino, das ist schlecht. Aber ich glaube, die haben aber gerade alle keine Lust, aktiv gegen mich zu kämpfen. Ich bin leider zu low life. Aber die verfolgen den. Ich will jetzt auch nicht mehr da hinterher rennen. Hey, war eine coole Folge. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Macht echt Spaß, mit dem zu kämpfen. Also feiere ich. Den werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Falls es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr mehr Path of Titans sehen wollt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dundee.